Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der Gut AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch im aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer-Bott. Die katholische Kirche ist in Aufruhr. Seit der Veröffentlichung der Studie der Uni Zürich zum Missbrauchsfall im kirchlichen Umfeld reissen die Diskussionen nicht ab. Mit drin in diesem Sturm ist auch die Luzerner Landeskirche. Es freut mich darum, dass die neu gewählte Synodalratspräsidentin, das ist die Präsidentin der Exekutive der Landeskirche, die Willisauerin Sandra Huber, heute bei uns Gast ist. Herzlich willkommen, Frau Huber. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Frau Huber, zunächst herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Danke vielmals. Ich denke, Sie hätten sich erfreuliche Umstände gewünscht. Haben Sie trotzdem Freude, das Amt anzutreten? Ja, ich freue mich sehr über die Wahl als Synodalratspräsidentin. Ich muss auch ehrlich sein, wenn ich mir die zwei Amtsjahre aussuchen durfte, hätte ich jetzt vielleicht nicht gerade die genommen. Aber ich bin ja seit 2 Jahren Vizepräsidentin. Ich weiss, was mich erwartet in den kommenden 2 Jahren. Und ich nehme die Aufgaben und die Herausforderungen gerne an. Mit Respekt und Demut. Und ich freue mich auf die kommenden 2 Jahre. Die Missbrauchsdebatte lastet ja schwer auf der katholischen Kirche. Spüren Sie das auch in Ihrem persönlichen Umfeld? Werden Sie darauf angesprochen oder sogar angefindet? Ja, also ich werde oft darauf angesprochen, das ist klar. Sicher als Synodalrätin, aber natürlich auch privat, persönlich aus Sandra. Ich habe kein Problem mit dem, ich werde auch nicht angefindet. Ich finde es sehr, sehr wichtig und auch richtig, dass man die Missbrauchsdebatte führt. Und ich nehme das auch nicht persönlich. Und es geht ja auch überhaupt nicht um mich, sondern es geht um die Opfer. Und hinter diesen Missbrauchsfällen und diesen Zahlen, die wir jetzt wirklich oft gehört haben in den letzten paar Wochen, steht ja auch immer ein Mensch. Ein Mensch mit seiner Lebensgeschichte und seinen Angehörigen hinter ihnen. Und das ist das Zentrum und das ist das Wichtigste, dass die Missbrauchsfälle super aufgearbeitet werden, dass die Opfer alle erdenkliche Unterstützung und Hilfe bekommen. Und darum habe ich auch kein Problem, mich in diesen Debatten zu stellen. Eine der grössten Auswirkungen, nebst natürlich der persönlichen Tragik, die ja sicher im Vordergrund steht, sind ja auch finanzielle Aspekte, also Kirchensteuern. Sehr viele, die aus den Kirchen austreten. Können Sie da konkrete Zahlen nennen, wie es im Kanton Luzern etwa aussieht? Ja, also jetzt zum heurigen Jahr kann ich noch keine konkreten Zahlen sagen. Weil von diesem Jahr werden uns die Zahlen der Kirchengemeinden geliefert, Ende Januar nächstes Jahr. Wenn die Leute zu der Kirche austreten, dann treten sie aus vor Ort, dort wo sie wohnen. Dort werden die Zahlen gesammelt und dann uns auf Ende Januar nächstes Jahr geliefert. Was wir aber wirklich davon ausgehen, dass die Zahlen werden steigen werden, dass sie höher werden sein als letztes Jahr. Wir hatten letztes Jahr eine Zahl von Kirchenaustritt von 4.160. Das ist schon relativ hoch. Also, man hat jetzt einfach gemerkt, in den letzten paar Jahren ist die Zahl stetig ein bisschen gestiegen. Was mich noch spannend dunkt hat, als ich ein bisschen die Statistik angeschaut habe, wenn man jetzt das Jahr 2013 nimmt, das ist jetzt rund 10 Jahre zurück, haben wir einen jährlichen Kirchenaustritt gehabt im ganzen Kanton Luzern von 1338. Also, da sieht man schon, in dieser Zeit sind die Kirchenaustritte markant gestiegen. Und das macht mir persönlich natürlich sehr Sorgen, weil eben, wie Sie schon gesagt haben, jeder Kirchenaustritt heisst auch für uns weniger Einnahmen, weniger Kirchensteuern. Und dann können wir auch die Aufgaben nicht erfüllen, die wir haben, vor allem in der Seelsorge und in der Diakonie und auch in der finanziellen Unterstützung von sozialen und kirchlichen Institutionen und Organisationen. Und das tut dann schon weh. Also es trifft mich persönlich auch sehr, gerade auch, weil ich Projektleiterin bin von der Kampagne «Kirchensteuern sei Dank», wo wir seit Jahren jetzt probieren, da aufzuzeigen, wo das Kirchen überall drin ist, was macht die Kirche und für was werden die Kirchensteuern eingesetzt. Eine grosse Frage ist ja, das ist ja nicht ein Löwenanteil, aber der Beitrag als Bistum, der letzte Woche in der Synode grosses Reden gegeben hat, man hat jetzt sich geeinigt oder mehrheitlich beschlossen, nur den halben Betrag zu überweisen. Unter der Bedingung, dass der zweite Teil kommt, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind vom Bistum in Sachen Aufklärung vom ganzen Missbrauchsskandal oder auch in Sachen neuer Kultur der ganzen Kirche. Der Synodalrat hat ein Nein empfohlen, dass er den finanziellen Druck nicht wollte. Was sind Ihre Überlegungen? Ich
Genau, also der Synodalrat hat klar die vier Forderungen der RKZ unterstützen. Das haben wir auch dementsprechend im Konsultationsverfahren der RKZ so geantwortet. Wir sehen aber die Streichung von Geld oder eben jetzt die Forderung, Geld zurückzuheben, im jetzigen Zeitpunkt als nicht zielführend. Weil wir einfach sagen, wenn man Forderungen hat und die Forderungen, wenn man, dass die schnell umgesetzt werden und dass alle die nötigen Massnahmen dazu jetzt auch erarbeitet werden, für das braucht es einfach finanzielle Mittel. Und dann finden wir, das beißt sich dann, wenn man auf einer Seite Forderungen hat und auf der anderen Seite aber die Finanzen streicht. Und darum steht der Synodalrat klar dagegen. Wir haben auch das Gefühl, das schwächt unser gegenseitiges Vertrauen, das wir haben, und Zusammenarbeit. Wir sind ja ein duales System hier bei uns in der Schweiz. Das ist wirklich so etwas Einmaliges, was es gibt. Die dualen Strukturen, dass wir eine pastorale Seite haben und eine staatskirchenrechtliche Seite. Und das ist einfach nicht förderlich im Moment, diese Forderung. Das ist auch mehr so auch als Zeichen noch übergekommen. Also ich glaube, wenigstens verstanden haben sie Verständnis, dass die Leute jetzt einfach im Moment genug haben von allem und sagen, jetzt setzen wir einfach mal ein Zeichen. Ja, ich habe ein grosses Verständnis für das und ich muss auch ehrlich sein, die Synoden sind ja Vertreter von den Kirchengemeinden und von den Pfarreien. Und die Leute an der Basis, die sind natürlich in diesen Rückmeldungen und die sind halt oft auch wütende Frustration ist rum. Eine Hilflosigkeit, die sind dem viel mehr ausgeliefert, als wir das sind im Synodalrat auf kantonaler Ebene. Und die Synode ist unser Kirchenparlament. Die haben das Recht, dass sie Beschlüsse fassen und Entscheidungen fällen können. Und wir als Exekutive nehmen die entgegen und die umsetzen. Und so funktioniert unsere Demokratie. Das ist auch richtig so. Eine der zentralen Forderungen auch für Kirchenleute, von Gläubigen, die sagen, dass es braucht jetzt einfach mal so einen richtigen Kulturwandel in dieser katholischen Kirche. Also vor allem hinsichtlich Männerdominanz, Sexualmoral und solche Sachen. Ist das überhaupt realistisch, dass ein Landeskirche bzw. ein Bistum weiter kann gehen, als eben Rom erlaubt? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich persönlich bin ja zuversichtlich, dass so ein Kulturwandel möglich ist. Ich habe das Gefühl, es sind schon viele Veränderungen in Gang. Wir müssen aber auch ehrlich sein, die Veränderung die wird nicht in dem Ausmaß passieren, wie wir es uns erhoffen und sicher auch nicht in der Schnelligkeit, wie wir das uns wünschen. Aber ich sehe schon, da ist einiges am Laufen. Wir haben viel Luft nach oben, das ist auch nicht bewusst. Ich glaube, es sind sich auch alle einig, dass es Reformen braucht. Und jetzt machen wir die Schritt für Schritt. Und ich bin dankbar, dass ich dort auch dafür zu helfen, mitgestalten und mitbewegen und hoffentlich auch viel Positives bewirken in meinem Amt als Synodalratspräsidentin. Da werden wir sicher noch viel hören die nächste Zeit. Verlassen wir vielleicht das Thema jetzt im Moment, wo ja alles ein bisschen dominiert. Und kommen wir ein bisschen zur Organisation von der ganzen Synode, Synodalrat. Das ist ja vielen Leuten nicht so detailliert bekannt. Also Sie als Synodalratspräsidentin sind vergleichbar auf der politischen Ebene mit der Regierungsrätin. Und jetzt habe ich gesehen, da gibt es nicht weniger als 9 Synodalrätinnen und Räte. Sind zwar im Milizsystem angestellt, selbstverständlich, nicht vollamtlich, aber gleich braucht es jetzt wirklich 9. Sie sehen, ich bin am Schmunzeln. Es ist schon so auf den ersten Blick tönt 9 Synodalrätinnen und Synodalrat schon noch sehr viel. Auf den zweiten Blick, wenn man dann eben das Ganze anschaut und sieht, wo das Kirche wirklich überall drin ist. Und Kirche ist eben so vielen Orten, wo man es eben auf den ersten Blick nicht sieht oder auch nicht erwartet und nicht vermutet, dann ist das eben schon berechtigt, dass wir 9 Synodalräte sind. Es hat ja jeder von uns ein eigenes Ressort, die eigenen Verantwortlichkeiten. Wir haben sehr ein breites Aufgabengebiet. Also ich habe eben kirchliche Jugendarbeit und Kommunikation in meinem Ressort. Wir haben aber auch Ressort religiöse Bildung, Recht, Kirchengemeinden, das Ressort Bistum Basel und landeskirchliche Instanzen, wo sozusagen unser Aussenministerium ist. Wir haben die Ökumene, wir haben das Recht, wir haben Spezialseelsorge, und Ökumene. Und also wir haben wirklich eine grosse Bandbreite, die wir abdecken müssen mit unseren Aufgaben. Bleiben wir vielleicht gerade bei Ihrem Ressort. Sie haben Kommunikation. Was ist ja im Moment, denke ich, sehr herausfordernd in dieser Zeit. Wie gehen Sie das an? Ja, das ist so. Also ich habe ja so ein zweiteiliges Ressort, sage ich jetzt mal, mit der kirchlichen Jugendarbeit und der Kommunikation. Und die ist im Moment schon ein bisschen schwergewichtig. Ich muss auch ehrlich sein, als ich so vor 5,5 Jahren das Amt angetreten habe,
hat sie noch nicht die gleiche Bedeutung gehabt, die Kommunikation, wie das jetzt ist. Das hat sich jetzt wirklich laufend ein bisschen entwickelt, hat an Wichtigkeit gewonnen. Kirche ist mehr in die Öffentlichkeit gerutscht, was wir ja auch gerne wollen. Das ist auch bewusst. Wir wollen präsent sein mit Kirchensteuern, sei Dank. Wir wollen präsent sein in der Öffentlichkeit, dass wir zeigen können, was Kirche ist und wo Kirche überall drin steckt. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung. Und auch gerade im Zeitalter der sozialen Medien, von der Digitalisierung, wo man sehr rasch alle Informationen verbreiten kann, braucht das einiges. Ist aber auch sehr, sehr spannend. Ich darf sehr viele Erfahrungen sammeln, tolle Gespräche führen, Interview geben in netten Journalisten und Chefredaktoren. Das ist ja die angenehme Seite der Kommunikation. Die andere Aufgabe, Jugendarbeit, denke ich, ist weniger problematisch. Ja, die ist im Moment weniger problematisch. Das kann man wirklich so kurz zusammenfassen. Das ist so. Dort ist die Aufgabe, eigentlich im Moment besteht die hauptsächlich aus dem Kontakt und der Unterstützung mit den Jubla und der Pfadi. Das sind ja die zwei grössten Jugendverbände, die wir haben im Kanton Luzern. Da darf ich als Delegierte vom Synodalrat auch Einsitz nehmen in der Luzerner Jugendstiftung. Und da haben wir noch einen Bereich offene kirchliche Jugendarbeit, der auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das ist vor allem zentral, weil das religionsneutral ist, wo Kirche und Gemeinden auch zusammenarbeiten. Also Staat und Kirche ist auch wieder recht verbunden miteinander. Und man merkt auch, dass so Kinder- und Jugendarbeit wirklich eine grosse Bedeutung hat bei den Jugendlichen. Sie sind jetzt Synodalratspräsidentin auf der politischen Ebene. Wenn es eine neue Regierungspräsidentin, einen Präsident gibt, dann macht er immer so ein Motto, ein Ziel für das Jahr. Oder Sie haben ja zwei Jahre im Amt, haben Sie auch ein Motto oder ein Ziel. Ja, wir haben es nicht ganz gleich wie beim Regierungsrat. Wir haben nicht ein Motto in dem Sinn und es tut auch nicht das Synodalratspräsidium vorgeben, sondern der Synodalrat der katholischen Landeskirche und die Bistumsregionalleitung, die haben ein gemeinsames Leitbild. Mhm. Und in diesem Leitbild sind diverse Leitsätze und da tut man einfach immer, wenn das Präsidium wechselt, tut man gemeinsam einen neuen 2-Jahres-Schwerpunkt aussuchen. Also bei uns heisst das nicht Motto, sondern 2-Jahres-Schwerpunkt. Mhm. Wir haben jetzt auch den schon ausgesucht für die Jahre 2024, 2025. Und das wäre, wir setzen uns ein für ein Leben in Fülle und fördern das soziale und diakonische Engagement. Wir haben wirklich das Gefühl, das passt gut in die jetzige Zeit. Das ist ein Thema, wo wir viel dazu beitragen können, wo wir gewisse Thematiken auch umsetzen, weil wirklich, das ist die Kernaufgabe der Kirche, soziale und diakonische Engagement. Und darum haben wir das Gefühl, ist das ein ganz wichtiger Leitsatz und ich freue mich sehr, dass ich mich noch in den nächsten 2 Jahren auch nach dem Leitsatz orientieren kann. Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Herzlichen Dank, sind Sie bei uns zu Gast gewesen, Frau Huber. Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein konnte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist es bereits gesehen vom aktuellen WB-Gespräch. Schön, sind Sie dabei gewesen. Gerne hoffe ich, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. In der Zwischenzeit haben Sie es gut. Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bott ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.